Was geht ab, meine Aussie-Fighter-Sarui? Und heute sprechen wir über die Gerüchte um einen neuen LR Gogeta für die Tanabata-Campaign für Dokkan Battle JP. Ich grüße euch recht herzlich zum Video. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen durch die V-Jump-Scans. Und V-Jump macht es dort auch wirklich richtig gut. Sie zeigen nicht seit ein paar V-Jump-Monaten, also V-Jump-Magazinen, Scans zeigen sie nicht den Hauptcharakter sofort, sondern so einen Nebencharakter. Ja? Und für diesmal haben wir einen Nebencharakter bekommen, werde ich euch gleich zeigen. Und deswegen kommen die Gerüchte zu einem neuen LR Gogeta. Aber bevor wir drüber sprechen, ob so ein neuer Gogeta kommen könnte, schaut an Goresh bzw. auch an Dadago Ingame gibt es nämlich nun eine Ankündigung für Version 4.18. Und ich denke, mit der Version hier werden wir dann im Prinzip das alles bekommen, dass dagegen vorgegangen wird, gegen Determining und so fort. Aber wir bekommen einen Filter, wir können dann filtern nach, also bezüglich Super-Attacks und deren Effekte. Ist es ein Keyblast-orientiert, Melee-orientiert oder es kommen auch sogar, wie es scheint, neue Super-Attack-Effekte hinzu. Erst am 21. wird das online kommen, die Wartung dazu und genau, dementsprechend wisst ihr Bescheid. Und wir werden auch in der Lage sein, dass wir Active Skills skippen können. Aber Active Skills skippen ist so eine Sache. Man muss oder so bei manchen Active Skills so lange warten. Willst du dann wirklich skippen? Ja, ich meine, Hauptsache, das wird implementiert. Aber kommen wir jetzt zu den V-Jump-Scans, Freunde. In den V-Jump-Scans wurde dieser Freezer gezeigt. Ein SSR-Freezer, seinen Artwork, seinen Sprites gab es auch schon längst in den Daten, der sich dokumentieren kann zu Freezer Corps. Ne, ist einfach mal Freezer und halt die ganzen Wannabe-Villains da. Das ist aber der Freezer aus dem, ihr seht es, aus dem Gogeta-Movie, Fusion Reborn, Freunde. Und deswegen gibt es halt die Gerüchte, ah, okay, wir bekommen einen Freezer, oder in V-Jump wurde ein Freezer angeteased, kommt zu Tanabata Celebration. Die Tanabata Celebration findet Ende Juni statt auf JP. Zeitgleich Anfang Juli ist auf Global das 6-jährige Jubiläum. Freunde, wenn ihr ein Video sehen wollt für Global, was uns eurem globalen Jubiläum erwartet, so lasst mir auf jeden Fall in den Kommentaren wissen und lasst dann gerne ein Abo da, damit ihr das nicht verpasst, wenn das Video online kommt, dann bemühe ich mich drum. Aber Ende Juni bis dann Ende Juli ist dann zeitgleich zum globalen Jubiläum auf JP eben die Tanabata Celebration. Wie genau, weshalb ihr oder was wir dort erwarten können, erzähle ich euch gleich. Aber Fakt ist, dieser Freezer wurde in V-Jump vorgestellt und dieser Freezer ist aber nicht ein summonable Nebencharakter, sondern ein Story-Event-Charakter. Okay? Das heißt, eventuell könnten wir noch zu Gogeta, falls ein Gogeta kommt. Das sind alles Spekulationen heute, Freunde. Und Annahmen. Offiziell bestätigt wurde noch nichts. Aber falls ein LR Gogeta kommt, sage ich mal, ein neuer, wer wird der Nebencharakter sein? Auch ganz interessant hier zu diskutieren. Genau. Ja, wer ist hier unten? Ich spreche den Namen nicht aus, Leute, sonst gibt es die Flashbacks. Aber die beiden Herren kommen zu Tanabata Celebration ebenso zurück in dem Tanabata Banner. Da spreche ich uns auch gleich drum. Und dort könnt ihr sie beispielsweise aus dem Barbershop für jeweils 500 Red Coins holen. Aber gut, Freunde, so. Nehmen wir mal an, wir bekommen einen neuen LR Gogeta. Dieser LR Gogeta sollte die Neuauflage sein von dem physisch LR Gogeta. Warum? Denn selbes Treatment haben wir in der Download Celebration bekommen zu dem Boy. Zu dem Boy nämlich, ja, zu dem Int LR Vegito. Seine Neuauflage kam mit dem hier, mit dem Base Goku und Vegeta Angel. So, das heißt, außen vorweg schon mal, was denke ich, was für ein Typus der neue LR Gogeta haben könnte? Argel oder Tech, wieso sage ich das? Weil wir haben jetzt hier von, klar, es ist zwar Vegito, aber ich meine, das ist ja so gesehen, also zum Dreijährigen kam ja Vegito und Gogeta zeitgleich raus und jetzt bekommen beide ihre Neuauflagen. Wir haben Vegito den In-Typus-Deck, wir haben Gogeta den Physisch-Typus-Deck, wir haben dann die Neuauflage, den Strength-Typus-Deck und ich denke dann, der neue Gogeta wird entweder Argel oder Tech, weil die beiden Slots im Prinzip noch offen wären. Ne? Also gucken wir mal, ob das so wird. Was könnte ich mir vorstellen, was die Neuauflage von dem Gogeta drauf haben könnte? Lass uns mal hierzu kurz gucken, was sie denn mit der Neuauflage vom dritten Dreijährigen gemacht haben von Vegito. Ja gut, zum einen ist das hier Super Saiyan Goku und Super Saiyan Vegeta. Die Neuauflage ist dann erstmal in der Baseform. Das heißt, wir könnten dann quasi einen Baseform Goku Angel und Baseform Vegeta Angel bekommen, der dann zu Gogeta sich fusioniert. Ob so oder so, Zexida Skill hat der hier, wurde er zu einem Double Katrüdiger Skill. Bei dem neuen Gogeta, dessen Auflage, könnte ich mir vorstellen, dass er, wenn er ein Double Leader wird, dass er auf jeden Fall Movie Heroes wird. Weil die Filme wurden gerade fett gebufft, auch Movie Boss ist so. Movie Heroes gehe ich definitiv davon aus. Und entweder Otherworld Warriors oder Connected Hope, denke ich. Das sind so meine Picks, weil der Boy hat
Majin Buu hat auf jeden Fall einen Buff gebraucht und es ist dank seinem Niska wirklich eine geile Kategorie und auch eine große Kategorie. Und Bellowitz ist, hat er Bellowitz zu der Zeit neu eingeführt, Fragezeichen? Ja, tatsächlich, ich habe es total vergessen, er hat ja Bellowitz neu eingeführt, das heißt, ich muss mir korrigieren. Ich denke auch, dass er eine neue Kategorie wird, definitiv auch, also auch eine neue Kategorie einführen wird und dessen Leader sein wird. Jetzt die Sache, okay, was wird die zweite Kategorie sein, die wir schon in-game haben? Ich denke trotzdem weiterhin Movie Heroes, tatsächlich. Oder Otherworld Worlds oder Connected Hope, weil Connected Hope haben wir nur Pycon bis jetzt. Okay, ob so oder so, ja, von der Passive her, Freunde, der hat im Vergleich zu seiner alten Version mehr oder weniger gleich, natürlich, sie haben den Charakter im Prinzip einfach zeitgerecht gemacht, weil guck mal, der hat zum Beispiel nicht transformiert, nicht fusioniert, auf den Superdecks gar keine Buffs. Der hat natürlich welche bekommen, ne? Eine Verteidigung für eine Runde erhöhen und seinen Fort. Das heißt, bei dem Goethe gehe ich auch davon aus, dass er irgendwas einen Buff bekommen wird. Vielleicht auch einfach so ganz trocken. Ich denke schon, dass er wirklich ähnlich zu dem sein wird, so vom Aufbau her. Ich denke jetzt nicht, dass sie ihn gravierend besser machen werden als ihn hier, weil mehr oder weniger ist er dann so. Das ist ja eine Neuauflage von den beiden dreijährigen Charakteren, die zeitgleich rauskamen und die mehr oder weniger gleich sind. Und diese werden zwar jetzt nicht zeitgleich rauskommen, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, guten Angriff und Verteidigungswert, nicht dran zu mit 120% nehme ich auf jeden Fall an. Ich glaube aber nicht, dass Goethe Damage Rack haben wird, sondern eventuell etwas anderes direkt sofort. Das, denke ich, wird bleiben, dass er pro Key den einsammelt, pro Typen-Key. Es muss nicht unbedingt Typen-Key sein, es kann auch was anderes sein, aber dass er pro Key etwas einsammeln kann, beziehungsweise ein Key plus 1 bekommt, denke ich, dass es der Fall sein wird, weil er bekommt für Rainbow-Key zum Beispiel zusätzlich Key plus 2. Ansonsten in Edition Super Deck, Medium Chance darauf, könnte ich mir vorstellen. Damage Charge glaube ich nicht, dass der Goethe das haben wird. Was könnte er aber stattdessen haben? Gute Frage, so spontan fällt mir tatsächlich nichts ein. Ich hatte kurz im Kopf, dass er schon krass. Wenn er so wie Evo der AGL bis zu 2 Additional Attacks macht, die zwar keine Super Deck sein können, aber die dann quasi das hier erhöhen, dass der letzte Part eine Additional Super Deck wird. Das wäre schon crazy, aber. Oder er kann vielleicht auch etwas aufbauen, nicht transformiert, vielleicht als Gogeta. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber irgendwie sehe ich so Gogeta irgendwie offensiver, offensiv orientierter als so ein Vegito. So ein Vegito war halt so eher mit in Content, ne? Aber so ein Gogeta auch mit der sehr Effektivität, deswegen kommt der Gedankengang vielleicht davon. Active-Skill-Transformation wünsche ich mir auf jeden Fall, weil die Karte ist gestört geil, dass man einfach eine Active-Skill-Transformation hat, weil dann kannst du einen transformieren, den anderen nicht und so fort, oder es liegt an dir im Prinzip, wann du, wen du wie transformierst. Ansonsten, wenn man ihn transformiert, dann ist halt krass, also die Buffs bleiben, okay, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Buffs bleiben, eventuell gibt man den Goethe wirklich nur ein Buff, also entweder Angriff und Verteidigung, oder dass man's, teilt das auf, nehmen wir mal an zum Beispiel, dass Gogeta mit der 18 Key greatly seinen Angriff erhöht für eine Runde und mit der 12 Key greatly die Verteidigung für eine Runde, also nicht beides jeweils zum Angriff und Verteidigung erhöhen für eine Runde, sondern einfach greatly. Und ja, logischerweise bleibt der Colossal auf der 12 Key, mehr Colossal auf der 18 Key. Das Brutale bei dem ist halt, der ist halt crazy. Zum einen ein Heal, 50% Heal, die Damage Reduction geht weg, aber Angriff und Verteidigung 150% hat er so oder so. Ich denke, Gogeta wird auch 150% mindestens bekommen. Medium Chance einen Crit zu machen, das ist halt krass. Aber das Ding ist, Gogeta sollte auf jeden Fall seine Sehr-Effektivität behalten. Deswegen glaube ich nicht, dass er irgendeine Medium Chance zu Critten bekommen wird oder so, sondern einfach die Sehr-Effektivität behält. Der kann dann hier noch, ja, der bekommt einen Konter hinzu, ne? Und das ist halt, das Geschirrt ist halt, er hat halt durch die Pass schon eine Chance zu Critten und bei Konter ist halt wichtig, dass sie Critten. Der bekommt ein Key plus 1 pro Kiesel, den er einsammelt. Das ist halt auch geil, dass er einfach anzeigt für 10 Runden, wo der Gegner super deckt. Wie gesagt, die Damage Reduction ist weg. Jetzt die Sache, puh, okay, weißt du was? Vielleicht könnte man ihm tatsächlich auch so eine Gimmick geben, dass wenn er pro Anzahl von Rainbow Orb Dot Chance bekommt, Crit Chance bekommt, so wie der Izel Gogeta, der Inz zum Beispiel, sowas. Ich gehe davon aus, dass er auf jeden Fall seine Sehr-Effektivität einfach haben wird. Okay, ich sehe auch schon, der hat auch zuvor schon, oder diese Version hat auch schon Attacken der 150%. Ich glaube, es werden 150% bleiben, tatsächlich. Dann, Sehr-Effektivität hat. Geil wäre, ich sehe bei den Sean Kong, Freunde, dass er irgendwie so ein Additional Super-Attacks raushauen kann, auch in der Version. Und das hat gestört, weil er macht einfach sehr viel Schaden die ganze Zeit. Weil er hat die Konter, er hat die Crit durch die Passive, er sieht Super-Attacks vorher. Was gibst du ihm hier so? Wirklich lame wäre, was wirklich katastrophal lame wäre, wenn er so eine Pässe bekommt, dass seine Angriffe einfach in jedem Fall treffen. So wie zum Beispiel in der letzten Stufe von dem LG, wenn keine Goku dodgen, aber der hat die Pässe, dass er ihn immer trifft.
Ich würde das schon, also ich würde es lame finden. Klar, kann vielleicht sein, dass mal jemand da was ausmacht, aber weiß nicht. Ich würde ihm tatsächlich, dadurch, dass er eine sehr Effektivität so oder so schon hat, ne, würde ich ihm einfach Additional Attack, also die Chance geben, Additional Super Attack sanden zu können. Vielleicht wäre das mit Evo, was ihn im Kopf habt, gar nicht mal so schlecht, dass er zwei Additional Attacks macht und dadurch dann vielleicht auch eine Medium Chance hat oder den Dupe System halt. Den Dupe System Additional Attack erhöht die Chance darauf, dass eine Additional Super Attack sein könnte. Dann wäre es auf jeden Fall auch passend, wenn er AGL-Typus sein wird, weil man könnte ihn dann auf Level 20 Additional Attack bringen, im besten Fall. Ja, so oder so, lasst mich wissen, wie ihr denkt, dass der neue Goethe sein wird. Irgendwas mit Rainbow Orbs könnte ich mir vielleicht auch vorstellen. Er wird, wie gesagt, zu der Tanabata Celebration erscheinen. Das heißt, er wird erstmal ungefähr Ende Juni, Anfang Juli in seinem eigenen Banner erschienen. Letztes Jahr zu Tanabata Celebration kam LL Goku und Vegeta Blue in seinem eigenen Banner. Das heißt, wir hatten jetzt 10 Charaktere featured, 0,5% Rate, um den neuen Charakter zu ziehen oder an sich einen Featured Charakter. Und wir hatten Nebencharakter Krillin. Weiß jetzt nicht, was der Nebencharakter in dem Banner von Goethe sein könnte, lass mich mal wissen. Also ich gehe davon aus, dass wir in der Celebration dann auch das Easy-Aid zu dem Tag Super Saiyan 3 Goku bekommen werden. Deswegen glaube ich nicht, dass wir den Super Saiyan 3 Goku oder so bekommen, aber schauen wir mal. Ansonsten waren die Charaktere halt featured, es war quasi ein Hauptbanner mit den höheren Rates. Wieso sage ich das? Ein paar Wochen später kam dann das Tanabata-Banner, dort waren sie auch drinnen, Krillin war auch drinnen, aber... Was war denn an Tanabata-Banner so gesehen das Gute? Die Jubiläen-Charaktere, also vom 5-jährigen letztes Jahr, Goethe und Vegito hatten ihr Comeback. Das heißt, man konnte beide mit jeweils 500 Red Coins holen. Den nicht, weil er ist ja erst neu rausgekommen, auch in seinem Hauptbanner. Und sein Hauptbanner ist auf jeden Fall noch online. Aber die Jubiläen-Charaktere kommen back. Man kann sie mit Red Coins holen oder 1000 weitere so... Weiß nicht, eigentlich unwichtige Dokkan-Fest-Charaktere waren drinnen. Ältere, ich sag mal ältere Dokkan-Fest-Charaktere. Nicht unwichtige, weil viele haben Isel und sind auf jeden Fall stark geworden. Aber hier ist die Sache: Hier haben die Featured-Charaktere 0,25% Rates. Also, wenn ihr auf Gogeta gehen wollt, auf den neuen Gogeta, dann geht ihr in seinen Hauptbanner rein, weil er hat hier 0,5% Rates. Wenn ihr sagt, okay, nee, ist mir egal, ich gebe dem ganzen Versuch, dann habt ihr hier die geringeren Rates auf Gogeta speziell, aber ihr hättet da theoretisch noch eine Chance, die anderen Charaktere zu ziehen. Ich werde, glaube ich, dieses Jahr nicht in das Hauptbanner von Gogeta gehen. Letztes Jahr bin ich in, ich wollte den Charakter unbedingt, ich habe ihn erst nach maximal 1500 Stones gezogen aus seinem Hauptbanner mit 0,5% Rates. Danach war ich so wütend, dass ich in dem Banner Single Sum rausgehauen habe. Und ich habe tatsächlich ihn, also mit 0,25 Rates, nochmal gezogen. Das war schon krass lucky. Aber ich habe mir hier jeweils per 500 Red Coins einen Dupe geholt für Vegito und Gogeta. Deswegen freue ich mich dieses Jahr auf das Tanabata-Banner, denn... Ja, Evo Vegeta. Ich kann ihn dann mit Red Coins holen und ich habe mehr als 1500 Red Coins, Freunde. Dreimal den Boy holen, annehmen, mitnehmen. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, ich glaube, ich habe in der Tanabata-Celebration dieses Jahr... in das Tanabata-Banner reingehen, mit Free-to-Play-Stones tatsächlich, wenn ich gut erziehe, geil, wenn nicht, nicht schlimm, mir geht es einfach nur darum, dass ich den kleinen Segel Evo einfach mal ziehe, beziehungsweise dann im Endeffekt kaufe. Dann kam letztes Jahr zu Partei Elegiden, okay, das heißt, dieses Jahr können wir, also Mitte Juli ungefähr, dieses Jahr können wir auch damit rechnen, dass wir ein Partei-Eller bekommen, und das sollte ein Janemba sein, ne? Das wird ein normales Eller-Banner, ja, mit gelben Coins, ja, an der Stelle 0,42% Rates. Jidens Banner sah folgendermaßen aus: Alle anderen nicht Dokkan-Fest LR werden, oder die bis zum Zeitpunkt erschienen sind, werden in dem Banner natürlich auch nicht featured enthalten sein. Aber ja, super Janemba. Also, wenn wir einen LR Janemba bekommen, dann glaube ich nicht, dass es Fett Janemba wird, weil wir haben ihn neu nicht bekommen. Weil wenn wir noch einen bekommen würden, dann könnten wir zwar beide in ein Team spielen wegen dem Name Change Update, aber sie würden es in der Version nicht linken, sondern erst, wenn man ihn transformiert zu Super Janemba. Ich gehe eher davon aus, dass wir einen direkt Standalone LR Super Janemba bekommen. Und der wird entweder vom AGL-Typus oder Physisch-Typus. Gut, das ist ein Free-to-Play-Charakter. Ich meine, man könnte sagen, wir haben schon jeden Typus irgendwie vertreten. Dann wird er Physisch-Typus. Extreme Physisch-LR könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Warum nicht? Oder die sagen halt, Pfeif auf den, das ist ein SR-Charakter. Nicht mal Free-to-Play-Charakter, sorry, sondern Sammle SR-Charakter. Und ja, dann, also, könnte man ja auch AGL machen. Ob so oder so, Freunde, so viel zu der Tanabata Celebration, so viel dazu, was demnächst auf JP losgeht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Mach's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.